Leute passen rein mit Ja. Gesamtbesatzung, aber wir sind 13. 72 mit einem Aber Elf Illy und Frieda bleiben doch eh hier. Aufsatz. Oder? Wir sind 13. Ich würde die nicht Aber unbedingt Illy hier und bleiben Frieda lassen, das bleiben ist ja doch voll eh hier. langweilig. Ja, gut. Kann man mich hören? Oder? Wir sind Ja. 13. Ich würde die nicht Aber unbedingt hier Illy und bleiben Frieda lassen, das ist bleiben ja doch eh voll hier. langweilig. Haben wir Ja, gut. Kann man mich Sanitäter-Jeep oder hören? so ein Oder? Kram? Wir sind Ja, haben 13. wir. Dann müssen sie halt mit so einem fahren. Mit einem MATV Medivac oder so. Ja, dann können sie da wenigstens auch nähen. Und die Ja. anderen fahren im Schutzpanzer. Okay, machen wir das so. So, eigentlich müssen nur Floppy, ich und Sandu hier sein. Der Rest darf wieder zurückgehen. Ich wollte das Briefing mitkriegen für den Stream. Das ist okay. Kameramänner dürfen auch hier bleiben. Also die Presse. Ich Ja. filme auch. Floppy, kommst du noch in meine Gruppe? So, ja, Verzeihung, ich war gerade so. Gedanken. Mein Marker siehst du, Sandro? Warte mal, geht das Briefing schon Ja. los? Geht gleich los, ja. Ach, machen wir Okay, jetzt machen doch wir alle beim Stream an Briefing hier. mit. Gucken darf jeder, reden braucht nur drei. Okay, Biker Fluppy, Bunny Hops ist da, sehr gut. Also. Hallo, ich bin auch da. Ja, du zählst nicht. Hallo Stream. Hallo Hallo Stream. Stream. Ich hoffe, es läuft. Hallo Stream. Ja, hallo. Müsste läuft. Nein, Okay, läuft. also erstmal zum Organisatorischen. Doch, läuft. Wir sind heute auf einem großen Funkkreis auf dem 343er. Einfach da Kanal 1. Sicherheitshalber nehmen die Truppführer und die Ärztin ein SEM 52 mit. Da bleiben wir auch einfach auf Kanal 1. Das ist halt so eine Rückfallebene, falls wir doch irgendwie zu weit auseinandergerissen werden. Ansonsten ist halt der Plan, dass die Trupps wieder nah beisammen bleiben. Also innerhalb des Trupps, dass die Leute halt Okay, ist bei euch gerade auch TeamSpeak Nein. Nein, Nein. ich fahre einfach fort, dass die Leute in Hörreichweite bleiben. Die Trupps selber können natürlich ein bisschen auseinandergezogen werden und es ist erwünscht, dass halt alle Funkkreisteilnehmer sich auch gegenseitig absprechen und nicht, dass immer alles von mir kommt. Also wenn es irgendwie Absprachen zu machen gibt unter den Trupps untereinander, kann das gerne gemacht werden. Genau. Gut, zur Ausrüstung. Wir haben heute einen ja, SPZ bereitgestellt bekommen. Also das ist mehr so ein. Da ist halt nur Granatwerfer drauf, kann nicht so viel ausrichten. Da verlegen die Truppen mit und außerdem bekommt noch der Arzttrupp ein MATV Medivac-Fahrzeug. Und damit werden wir heute verlegen. Genau, noch was Organisatorisches, Rückfallebene, wenn ich ausfalle, übernimmt Weike, wenn Weike ausfällt, übernimmt Fluppy. Wenn Fluppy ausfällt, ist alles verloren und alle ziehen sich zurück. Gut, kommen wir zum Plan. Mein Plan ist es heute, Radio Tower einzunehmen. Der erste Radio Tower wird der in der Nähe von Pulkovo sein. Ich markiere das auch gleich. Einen Moment. Ich nenne ihn Papa. Okay. Genau, ja, wir werden da halt von dem Radio Tower, der weiter südlich ist, Radio Tower 04, 054115, der ist genau im Süden davon, werden wir versuchen, dass wir da irgendwie querfeldein durch den Wald dorthin kommen und dann so circa 300, 400 Meter davor
setzen dann die Truppen ab und dann bewegen wir uns langsam darauf zu, zusammen mit dem SBZ. Und wir werden dann schauen, dass wir da schnellstmöglich die Truppen eliminieren. Und sobald wir den Radio Tower eingenommen haben, ziehen wir uns wieder zurück. Erstmal wieder ein Stück nach Süden. Das soll auch so sein, dass der Arzttrupp nicht mit nach vorne läuft, sondern bei dem, also mit dem Fahrzeug eine Warteposition einnimmt und dann halt dann erst vorrückt, wenn sie zum Einsatz gerufen werden, wenn irgendwie Verwundete abzuholen sind oder so. Wenn wir den Radio Tower eingenommen haben, dann verlegen wir Richtung Nordwest, auch durch den Wald, über den Berg, Richtung Green Mountain zu dem Radio Tower und werden den dann einnehmen. Bin für gefährlich. Das macht mir doch Sorgen, die direkt am Radio Tower ist. Das Dorf besser gesagt. Ja, das ist alles mitten im Pfandgebiet. Ja. Auf jeden Fall Augen auf. Also ich habe nichts anzumerken. Wolltest du noch wissen, was die Trupps dabei haben von uns? Ja. Könnt ihr gerne mit anbringen. Es wäre vielleicht gut, wenn die Trupps Panzer und Luftabwehr mit dabei haben. Also ein Trupp Panzerabwehr und ein Trupp Luftabwehr. Wir haben Panzerabwehr dabei. Dann soll mein Mann noch Luftabwehr nehmen, weil Dominik möchte unbedingt einen DMR-Schützen machen. Nein, er ist nicht angebracht, dann muss er da halt durch. Und aber anscheinend ist er gerade zur Besinnung gekommen. Hm? Du hast den Gilly ausgezogen, das gefällt mir sehr gut. Ja, wie ist der Name von dem zweiten Ziel, um beim Briefing zu bleiben? Wie war nochmal? G. Golf. Golf. Genau, irgendwie ein bisschen. Vergesslich. Jo, wenn wir den dann eingenommen haben, müssen wir mal weiter schauen, ob wir vielleicht noch weiter vorrücken. Mhm. Relativ weit im Norden ist noch ein Radio Tower. Ja. Ja, genau. In der Nähe von Vibor. Oh nein. ja, das werden wir dann sehen, wie es uns dann geht und so. Vielleicht müssen wir auch uns zurückziehen und Wunden lecken. Je nachdem. Ja. Wir könnten dann auch nochmal die FOB verlegen und vielleicht von einer anderen FOB aus was angreifen. Aber ja, so ein größeres Ziel wie eine Stadt oder so werden wir heute wahrscheinlich nicht gewuppt bekommen. Weil wir haben heute kein Unterstützungselement aus der Luft oder ähnliches. Ja, wenn wir gut durchkommen, können wir vielleicht ja nochmal gucken, ob wir vielleicht auf Bohr vorrücken. Was mit einer feindlichen FOB? Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit, sowas anzugehen. Das ist, glaube ich, mal sinnvoll. Oder wäre sowas sinnvoll? Ah, 69%. Wenn wir eine aktivieren, dann sehen wir sowieso, wo die ist und dann schauen wir halt, wie wir bei Papa vorankommen. Genau. Bleibt er da bis zum Ende des Tages. Gut. Ja, ansonsten nochmal zu Papa. Wir können ja schon mal schauen, wie wir da genau vorgehen. Ja. Ich würde sagen, dass wir bei der blauen Markierung, bei dem Pickup-Pfeil da, dass wir da die Warteposition einrichten für die Sanitäter, für den Arzttrupp. Und dass wir spätestens dort auch absetzen und dann mit dem Fahrzeug und abgesessener Infanterie vorrücken.
Zuteilung für Fahrzeug? Wollte ich gerade, ich war gerade im Begriff. Ich habe das schon am Rande mitgekriegt. Wir fahren alle auf dem SPZ mit, außer der Arzttrupp. Richtig. In den LKW wahrscheinlich wieder, wa? Ne, ihr bekommt ein kleineres Fahrzeug, so ein MATV Medivac. Oh, cool. Ansonsten, Para ist ja mit anwesend, der ist der Fahrer. Ja. Und einer aus Team Biker stellt einen Schützen. Nils, das darfst du machen. Jawohl. Genau, ansonsten würde ich noch sagen, Biker, dein Team ist blau. Und Fluppi-Team ist grün. Gut, dann gehen wir auch auf Name grün. Ey, Frieda, Mirko? Ist rot. Rot. Justus, kommt mal beiseite. Arzttrupp ist rot. Wenn ihr mal rote Kreuz. Genau, los. Bin ich jetzt rot? Ja. Was denn mit uns? Aber du bist nicht rot. Der kann nicht connecten, hat? Ne? Ja, ich glaube, der kommt momentan Riz? Auf. Ja. Jetzt? Hast du die neuen Bundeswehrfesten wieder rausgenommen? Dass jeder sich ein zweites Match einpackt. Weil, wo ich die gerade angelegt habe, ist alles verschwunden. Das komplette Loadout. Dann mach ich mir das Shortrate. Was wurde dir denn als Meldung angezeigt? Nichts. Das kann nicht sein. War nackig, beziehungsweise ich habe nicht drauf geachtet. Ah, okay. Ja. Ich hab's erst später gemerkt, wo ich gucken wollte, und dann war ich nackig. Nö, die neuen Westen sind erlaubt auf jeden Fall. Daran kann's nicht gelegen haben. Warum ich das toll finde, aber ich find's toll. Was? Ja, weil das auch. Christian, Benni? Hast du ein Sam mit dabei als ja, Backup? Okay. Mal gucken hier, scheiß Tiefen. Benni, machst du deinen Namen noch blau? ADR. Benni? Ja. Drei, also sofort wieder da? Channel? Wir sind auf 1. 1, okay. Ja. Benni ist auch noch blau, oder? Ja, der fliegt aber, gerade. Ja, verabschiedet sich gerade. Gut. Martin? Du? Wohl. Wie viel wiegst du? Ich wiege 30,5. Das ist okay. Hast du im Rucksack drin? Ich habe im Rucksack Magazine drin, die lasse ich aber nachher im Auto. Ja, das ist okay. Also wir nehmen nur die. Also jetzt? Ich nehme eine ungelenkte Magazine. Damit er kann ich schießen. Ich kann mit, ja? Kann mit dem Titan Scheiß kann ich. Ohne Rucksack 25,99. Ja, das ist gut. Nils, kannst schon mal ein bisschen Sandmaterial in den SPZ schmeißen. Mein Ildi nimmt zwar auch noch was mit, aber schadet ja nichts, wenn wir auch in dem was drin haben. Ja, wir können auch Ersatzraketen und so einen Kram da mitnehmen, ne? Genau, das machen wir auch gleich, ja. Aber Nils ist auch gar nicht da. Steht mein Auto jetzt schon irgendwo? Nee, ich baue dir das eben. Gleich noch. Ah, Nils ist wieder blau. Mach ich euch oder den großen Trupp? Den großen Trupp. Okay. Frieda fährt mich. Oh Gott. Ja! Ja, Ildi. Dankeschön! Ich bin der Driven. Ah, da ist der Nils. Was? Ja, ja, ich bin da. Du darfst in den SPZ mal ein bisschen Sammaterial einlagern. Die nimmt zwar auch was mit, aber es schadet nicht, was reinzuschmeißen. Was soll ich denn rein tun? Verbandszeug und so. Vielleicht ein bisschen, der Volumensatz ist auch Bums. Epinephrin und Verbandszeug. Volumenersatz habe ich eh nicht am Start. Ah, ich bin Sanitär, ach so. Ich die immer. Wait, du musst dir bewusst, dass du einen Werfer mitnehmen musst. Ellie? Ja. Hä? Aber ich bin gerade dabei. Ich bin kurz AFK, ich sitze mein SPZ. Ja, ich habe jetzt 12 Liter, packe ich jetzt noch extra ein. Nee, 3. Weil wir können ja nur am Feld versorgen heute erstmal. Jo. Am SM wird nicht gefunkt werden. Ja, aber als Ersatz, ich will auch damit hören. Als das zum Einsatz kommt. Die klappt mal nach. Der hämmert denn da auf deiner Funktaste die ganze Zeit rum? Ja, ich stell grad ein. Entspann dich! Dommel, was hast du denn für Munition dabei? Dominik ist wieder voll drauf.
Warum drückt der andere auf seine Taste? Ja, heute ist kein Golftag. Ich hab heute nämlich keine Taucherbrille auf. 45 Kilo, Mann. Ja, du brauchst eine kleinere Waffe, wenn du eine Titan angewandt nimmst. Die HK-417 ist zu schwer. Wann haben wir denn diesen russischen Kampfhelikopter da hinten? Den haben wir letztes Mal geklaut, glaube ich. 416 oder ja, den haben wir irgendwann mal gekapert. Da war ich aber selber auch nicht mit dabei. Geklaut. Letzte Woche. Nee, wir haben uns den mal ausgeliehen. GTA Tschernobyl. Auf unbestimmte Zahl. Auch ausgeliehen auf unbestimmte Zeit. Ja, genau, so nennt man das. Ah, auch. Ich brauch Schanzzeug. Schanzzeug brauche ich. Ganz wichtig. Ja, man, stimmt, Alter. Bei der offenen Fläche. Wo ist es denn? Und pack den Kleppspaten ein. Wenn ja, mal einer kacken das ist muss. Doch das Schanzzeug. Wir haben den Klepp rausgegraben. Soll ich auch Bodybags mitnehmen? Nee, ne? Nee, das werden wir heute nicht brauchen. Okay. 100% sicher. Wir verbuddeln die direkt da dann. Ja, genau. Ach ja, mit dem Schanzzeug, genau, alles klar. Die Kacke? Nicht eingemütet. Bin ich noch blau? Na, wo ist denn das? Ja. Okay. Da auf wo ist denn der Quack jetzt überhaupt? 3,4 mindestens. Und dann darf ich Schützen machen, naja, gut. Er weiß doch, bis auf den trifft nur ein besserer, also. Ja. Ja, hast ein ruhigeres Händchen. Ja. Und mehr Selbstvertrauen. Das ist die auch, Idee, ja. Warte, das mach ich jetzt, glaube ich, aber auch. Was jetzt trinken? Bist du dann fertig soweit und so? Ich bin fertig. Da wird Nils sein Ego aufgeblasen. Und sich schon mal Schütze reinsetzen und dich mit dem Waffensystem vertraut machen. Okay, alle Deckung. Okay. Vertraut. Wieso kann ich nicht aufschalten? Ich sitze. Irgendwer sitzt direkt vor mir. Und zwar richtig nah. Wer sitzt hier vor mir? Mann, ist das eng hier. Christian? Ja, ich guck ja. Voll. Nur weil du mir gegenüber sitzt. Das Zeroing, ne? Ich hab's rausgefunden. Ja. Das ist doch eigentlich mit Tab, oder nicht? Ja. Du hörst ein kleines Klicken, das ist ein Auto-Zeroing. Einfach Tab drücken. Nee, das funktioniert nämlich nicht, das ist das Ding. Dann geh mal auf einen anderen Sitz und lass mich mal kurz oben rein. Ja, Moment. Okay. Ich bin auch nochmal kurz aufgekommen. Na, eigentlich müsste das so funktionieren. Nee, mit T ist das dann. Mit T, okay. Oh, okay. Also falls das mal irgendwann mit Tab nicht geht, dann kann das auch T sein. Das ist halt Ace oder nicht Ace und so. Okay. Daher geht das. Kannst wieder oben rein. Komisch, das geht bei mir auch nicht. Da muss ich mal gucken mit der Ace-Belegung. Das ist bei Ace, ne? Ja, ich kann auch mal eben schauen. Sorry, das war irgendwie jetzt... Ich dachte, Scope Adjustment... Nee. Equipment? Ace, Visier-Einstellung, Ace-Waffen... Wieder da. Jo. Ja. Du kannst hier als Fahrer auch GPS aufrufen mit diesen Left- und Right-Panel-Tasten. Geh mal auf die normale Steuerung und Waffen. Was 1 heute ist gemacht. Weapons. Müsstest du Laserreichweite, Ziel erfassen, Ziel melden. Das müsste alles auf T stehen bei dir, die drei Sachen. Lock-Target, Reveal-Target. Und zwei drüber müsste Laser. Sandro? Ja. Ich hab mal eine Route gezeigt. Ah, das ist bei mir, Raute. Ja, leg das mal auf T, dann sollte das. Ja, jetzt funktioniert's, danke. Alle angeschnallt. Sitzen alle? Ja. Fahrer, ich muss erstmal hier links raus, ne? Du kannst auch hier auf der Rückseite der Base ist auch ein Ausgang. Das leckt gerade ein bisschen bei mir, warte mal. Oh ja. Richtung 265 oder 270, 280 oder so ist auch ein Ausgang. Leckt gerade nur ziemlich heftig bei mir, ich weiß nicht, woran das liegt. Warte mal. Kurz AFK. Jo. Kannst du das Navipad eben ausmachen, das sieht ein bisschen FPS. Navipad? Das FPS-Lags.
Ja, es sind auf jeden Fall FPS-Lags, aber... Ich glaube, du kannst die Rückspiegel auch wegklappen, ich bin mir nicht sicher. Die Rückspiegel sehe ich hier gar nicht. Ich habe nur drei Fenster nach vorne. Jetzt geht's, glaube ich. Vielleicht auch nur in der Base jetzt erstmal ein bisschen durch. Ja, mach mir mal langsam. Jetzt habe ich das Standbild. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, wenn ich jetzt Fahrer mache. Ich versuche es einfach mal. Und dann hier links runter auf die Straße rauf. Ja, jetzt geht's. Ich glaube, es war echt nur in der Base, oder? Vorne auf der Straße, das ist der andere Wagen, ne? Jo. Ja. Yep. Bist du Kommandant hier oder was? Nee, ich sitze hin. Soll ich einmal durchfahren oder nochmal kurz anhalten? Dann gesamte Truppenabmarsch. SBZ fährt vor, Harztrupp hinterher. Und auf die Abstände achten. Ganz wichtig. Von den blauen Bergen kommen wir. Unser Von den blauen Bergen kommen wir. Achso. Unser Lehrer ist genauso blöd wie wir. Mit dem Tennisball im Arsch sieht er aus wie Steffi Graf. Von den Bergen kommen wir. Sowas lernst du in der Schule? In der Grundschule. Das haben wir in der vierten oder dritten Klasse. Dann erstmal der Hauptstraße weiter folgen. Was gab's noch? Der Geschwindigkeit geht, so soll ich ein bisschen langsamer fahren. Nö, das geht. Hallo Christian. Hä? Christian hat gerade im Stream einen guten Abend gewünscht. Ha. Er ist gerade AFK, um den Stream zu gucken, deswegen. Yeah, Roadtrip. Armer Spiel ist voll langweilig, ich gucke einfach den Stream. Ja. Zum Glück kann ich in den Rückspiegel gucken mit der Kanone, das ist ganz geil eigentlich. Ich habe mir mal so eine Ladung Süßigkeiten jetzt geholt, ey. Ich habe alle meine Süßigkeiten gestern aufgegessen. Das ist schlecht, weil ich im Bild schicken und ich neidisch mache, Dominik. Vorsicht, Fahrzeug hinter uns, ne? Ach, voll die kleinen Fenster, hier kannst du gar nicht rausgucken. Ja, ich hab hinten hier ein ganz nices. Da kannst du gar nicht rausgucken. Eins nices Fenster. Eins nices Fenster. Eins nices Fenster von Vision her. Ich hab keine Ahnung, woher dieser Trend kommt, was dieser Trend bedeutet. Ich find's so behindert. Mit den Sprüchen, oder was? Nee, dieses eins nices und dann Fong. Achso, ja. Christian, ich streng mich immer an. Was ein nicer Schuss vom Winkel her. Oh, Fahrzeug. Ja, ich hab grad Standbild. Es geht. Die hinter uns sollten wirklich eher. Unser Presi aus dem Junggesellenverein hat jetzt das Status. Hallo Ibims, ein nices Junggesellen von Präsidentschaft her. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auch wieder so eine Idee, die im Suff entstanden ist, ey. Nils, was hast du eigentlich an Munition? Ja, ich habe 12,7 mm, 500 Schuss davon. Und dann habe ich 40 mm HE, 96 Schuss. Wow. Ja. Ich bin begeistert. Ja, ein Schuss, ein Treffer. Das ist halt ein Präzisionskampffahrzeug. Ja, ist so. Ja, PKF. Ja, genau. Präzisionskampffahrzeug. Das ist der Scharfschütze unter den Panzern. Ja. eins muss ich sagen, dieses Nutella be ready, ne? Da kann ich auch nur Nutella fressen, hab ich ja nicht mehr von. Nutella. Der drin ist, ey. Das ist der Nutella be also, ready. Falls es mal dazu kommt, dass du ballern musst, dann. Ja, sei sparsam und ziel ordentlich. Okay. Jetzt, das ist sowas wie Kinder Bueno, ja. Nur, dass da halt anstatt Nutella die Ding-Füllung drin ist, Nutella halt drin ist. Aber es ist halt so vollgepackt mit Nutella, das ist halt. Geil. In der nächsten Kreuzung links. Okay. Jo.
Ich fand die Idee Nutella to go mega geil, aber ich finde es halt viel zu überteuert. Nutella to go? Ja, es kostet zwar nur 90 Cent, ist ein bisschen aber eng hier. Zur Not kannst du auch einen Zaun umfahren, das macht wir stehen alles klar. Teller. Also wir uns, glaube ich, alle. Ja, auf jeden Fall. Alter, nimm dir eine Handvoll Haselnüsse, eine Handvoll Nougat und dann ist gut. Eigentlich sind es zu wenig Stäbchen und viel zu wenig Nutella. Weil eigentlich muss beides mehr drin sein. Ja. Du kannst doch Nutella-Glas daneben stellen. Ja, richtig. Eben, du kannst dir auch einfach Leibniz-Kekse holen oder so komische Cracker-Kekse und Nutella-Glas. Oh, stand da. Alter, das ist geil. Ja, jetzt hat er mich auf eine Idee gebracht, der immer. Naja, was gleich wird der Kanal gesperrt wegen Werbung. Product Placement. Ach ja, ja, stimmt, nee, Product Placement, geht ja immer. Oh Junge! Jetzt musst du es an die unten links einblenden im Bildschirm. Unterstützt die Produktplatzierung. Wir sind falsch gefahren. Falsch gefahren? Nee, das passt schon, passt schon, passt schon. War einfach die Route aufweisen. Ja, das passt. Auf. Das andere jetzt. War halt eine vorgeschlagene. Frieda fährt falsch. Jetzt eine Paulaner Spezie. Boah, das wär's. Jetzt so eine Spezie, ey. Boah, Para, was ist denn bei dir eigentlich bei Internetverbindung los? Das hakt ja wie Sau. War gestern auch so auf Amazon unterwegs. Ne, wo hat mir Amazon vorgeschlagen? Habe ich das richtig verstanden, dass der Arztrupp nicht mehr hinter uns ist? Ja, die kommen aber gleich. Okay. Was hast du, Alexa oder was? Amazon hat mir gestern vorgeschlagen, ich sollte Milch kaufen, weil das im Angebot ist. Der Liter Milch nur 70 Cent auf Amazon. Wer kauft sich denn bei Amazon seine Milch? Nur mal so aus Interesse. Ich weiß, frage mich, habe ich mich auch gefragt. Wer kauft denn? Wer kauft denn, der sitzt sich so von Rechner nach der Arbeit und denkt sich so, boah, jetzt erstmal Milch kaufen, ey. Ja, vor allem das Problem ist, die kommt ja erst am nächsten Tag. Ja. 20 Euro Gutschein und das auch nur mit Amazon Prime. Schön 5 Euro Versand noch zahlen. Viel geiler war, dass es auch eine Palette Warsteiner im Angebot war. Also Büchsenbier, so eine ganze Palette. Der Dose. Jo, meinen nächsten Amazon Gutschein, den ich zum Geburtstag bekomme, gebe ich für Milch und keine Ahnung. Ah ja, du, Nutella, der Cornflakes, genau. Ja, aber Nutella und Biskuit, Alter, ist das Ding so langsam oder fährst du einfach langsam? Ich geb Vollgas, aber es ist halt echt hier bergauf. Das war mit die ganzen, fetten Schweine hier. Das würde ewig dauern, bis wir da sind. Vor allem Fluppi. Ja. Kann ich ja nicht gleich gerade rausfahren, soll ich echt die Kurve fahren. Kurve, ne? Ich wette mit euch, Benny ist vor uns da. Wir sind alle auf dem Wagen. Also mit der Karre, wir sind gerade bei 16 km/h, so. Nicht mehr. Wir stellen uns jetzt alle auf dem Wagen und der am dicksten ist, muss hinterher joggen. Muss ein bisschen abnehmen. Aber ein paar steigen auch mal stehen bleiben einfach. Und jemanden einsammeln. Jo, einmal hier halt. Jetzt kommen die Knallen jetzt voll hinter uns auf uns drauf. Benny steht am Wegesrand. Ja. Der Tramper, der Alte. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Ja. Benny, einsteigen. Hä? Was? Daumen raus. Hinten! Ist er drin? Ist hier Sandro, der hier vorne rausguckt? Warte. Ja. Ja, kannst jetzt. Los. Okay. Nee, das kostet aber 3,50 €. Ich will auch eine Luke. Er hätte noch ein bisschen anschieben können in den Berg rauf. Ja, bevor Benny einsteigt, nochmal so einen Schubser. Also, auf dem Navi-Pad sieht es ja schon verdammt cool aus, wenn die Leute im Fahrzeug sitzen. Und mal ganz nah dazu. Du musst das so sehen, das ist die geordnete Formation, die wir hier hatten. Ja, Mann. Ja. Ah, die Powerplant. Jetzt müssen wir noch Illy und Frieda abschleppen und dann ist es perfekt. Trotzdem kacke, alle nur jetzt gucken in zwei Richtungen. Ja, hier ist links, ne? Jo. Oh, gleich geht's los, Leute! Ich hatte gerade ein bisschen Lags, ich dachte, ich den Baum dahinter, deswegen habe ich schnell rumgezogen. Bremse Drift. Riders on the Storm. Too fast, too furious. Aber wirklich, ey. Die fahren aber ein bisschen schneller als die Mühle hier. Nein. Aber wir haben mehr Stil, so. Ja, ist so.
Wir haben einen Granatwerfer auf dem Dach. Ich wollte gerade sagen, das hat allein das hat schon Stil. Das ist die Nitro-Animation. Ich kann einfach nach hinten schießen, vielleicht sind wir dann schneller. Ja, genau, Feuer einfach mal nach hinten, so, jetzt den Berg drauf. Wir machen Rocket Jump. Nach hinten schießen? Nee, das ist scheißegal, aber nach hinten schießen. Nee, die Explosion müsste direkt hinter uns sein. Ja, das ist ein bisschen die Druckwelle. So. Richtig. Ich find's auch interessant, wenn Arma so eine Funktion hätte, dass man die Bananen, die es gibt, in die Auspuffe der Autos stecken könnte. Genau, oder man wirft sie als Granate, ne? Ich fänd's schön, dadurch, dass ich ja jahrelang diese Bananen beim Loadout drin hatte, wenn es endlich mal eine Funktion gäbe, dass man die Bananen isst und dass man dann ein bisschen fresher wird. Oder so. Ich find das hier fresher. Das Witzige ist ja, die sind ja sogar von Ace, also von dem Modder-Team und ja, die könnten mal da was mitmachen, das stimmt. Ein ganzes Jahr lang mein Loadout immer drin gehabt. 3 Bananen hatte ich dabei. Ich finde das mit dem Auspuff eigentlich schon ganz geil. Da kannst du hier einen auf Behind Enemy Lines machen und dann die Autos hier. Safe-Aktion, weißt du? Ja, genau. Das ist russische Camps schleichen und alle Autos mit Bananen zustopfen. Dann wollen die ausrücken und keiner kann mehr losfahren. Ja, genau. Ein unlösbares Problem. Banana Joe? Ja. Du weißt ja die Operation. OP Banana Joe. Oh, geht's irgendwann mal bergab jetzt hier, ey? Nein, die Rückfahrt wird schön. Die Rückfahrt machen wir hier mit 80 runter. Oh nein, bitte nicht zu Das wäre auch, so ein, so eine typische Aktion, die nur uns passieren kann. Nächste. Ich kürze ab jetzt. Achtung. Jo. Das ist so eine typische Aktion, die nur uns passieren kann. Mission erfolgreich, alles geschafft und auf der Rückfahrt sterben wir alle. Das kann sein, ja. Natürlich. Weil wir eine Banane im Auspuff haben. So läuft es bei mir grundsätzlich immer. Mission perfekt, dann beim Rückzug verrecken. Ja, den Radiator haben wir letzte Woche angerufen, ne? Nein, ja. Oder? War das nicht das? Der blöde Panzer. Der blöde Panzer überstrahlt das Bild so. Ach, stimmt. Letzte Woche waren jetzt nehmen wir Fahrt auf. Ja, die nächsten 5 Meter. Ja, und jetzt darfst du stehen. Ja, ein bisschen können wir noch, oder? Ach nee, der blauen Linie wolltest du auch genau. Weiterfahren, ne? Genau. No. Follow the blue line. Oh. Oh Gott. Wir fahren eher rückwärts gerade. Ja, wir fahren vorwärts, rückwärts. Ja, bei mir backt auch schon wieder gerade. Aber es sollte sich gleich wieder einkriegen, denke ich. Ach, ein zweites Fahrzeug Abstand halten. Oh Gott. Ich hab schon Angst vor dem Wald hier vorne. Wir kommen niemals an. Ja, das Ding ist, wenn du safe durch den Wald kommst, kommen wir auch safe durch. Ja, ich fahre einfach um den Wald drumherum. Die blaue Linie geht hier auch drumherum. Ja, jo, mach das mal. Oh Gott. Hilfe. Jetzt geht's wieder. Ein Schritt vor, ja, zwei zurück. Was soll ich machen? Warum ist deine Brille auf einmal gelb bei mir? Ja, Sandfarben. Ja, schwarz. Ja, eigentlich sollte sie schwarz sein, ja. Jetzt siehst du, bei mir sitzt sie Sandfarben. Das Ding ist, die Brille ist verspiegelt, aber das, was du siehst, ist Waldboden. Im Fahrzeug. What the fuck? Ja, klar. Das ist just Armor-Thing. Diese Blacks-Brille gehen ja gar nicht mehr. Den Waldboden hast du im Gesicht. Es spiegelt sich. Wir haben auf Peilung 046 2 Kampfpanzer. Nee, eine Flak und einen Kampfpanzer. Oh Gott. So, jetzt geht's gerade wieder. Der Wald sollte safe sein. Oh ja, sieht gut aus. Ja, oh, da kommt was geflogen! Was da kommt was geflogen! Oh. Fahr mal zurück oder vor oder so. Weiterfahren. Weiterfahren, durchbrechen, weiterfahren. Oh Gott. Oh. Wir werden alle sterben. Wurden wir getroffen? Nee. An meinen Schuss, soweit wir ausscheiden. Oh shit. Da kommen die nächste. Die schießen von links. Feuer erwidern? Wenn das im Nahbereich ist, dann ja. Das ist nicht im Nahbereich, nee. Das ist ein. Das sieht aus wie ein Mörser. Sofort oder sowas. Weg vom Panzer und Sicherung einnehmen, um den Panzer rum, ungefähr Abstand 5 Meter. Paul, du musst weiter Richtung Norden fahren. Ich versuche auf die blaue Linie wieder zu kommen. Siehst du die hinter uns noch? Hier geht's mies den Hang runter, so. Versuche das zu vermeiden. Aber die blaue Linie ist rechts. Ja, ich versuche aber den Hang zu vermeiden. Dann nimm der blöde Panzer.
Wir werden alle sterben. Also der KPZ, der hat nicht auf uns gezielt, von daher. Oh, die schießen immer noch, ne? Ja, das ist sieht aus wie eine Mörserstellung oder sowas. Jo. Okay. Dann kann schon keine erste Hilfe leisten. Oh. Ja, auf jeden Fall Nordost. Das schlägt aber hinter uns ein. Die ziehen, glaube ich, auf das Arztfahrzeug. Ja. Wo fahren die eigentlich hin? Die haben uns aber auch getroffen, fast. Das war zweimal ziemlich knapp. Frieda und Illy hin. Zu dem Gebäude hier unten. Die weichen aus. Wenn ich aussteige, ich sicher Richtung Westen. Oh, der Berg wird heftig. In Kamera. Ja, GGWP. Thank you, KK, ich bin so dabei. Ich glaube, wir packen den Berg hin, ich bin nur 4 km runter. Artrop hier, Sandro, ihr könnt euch an dem Gebäude ruhig erstmal Deckung suchen. Wir fahren mit dem SPZ erstmal weiter. Ja, doch, es ist ein Kämpfer hier. Okay, verstanden. Jetzt dreht er echt wieder um. Ja. Ah, wie geht's euch so? Ungefähr 300 Meter noch. Das Geile ist halt, auf deine 300 Meter machen wir fast 60 Meter Höhenunterschied, ne? Ne, es ist ja auch sausteil hier. Sogar über 60 Meter. Das ist nur, weil wir das billigste vom billigen gekauft haben hier. Mit dem kleinsten Motor, keine Sonderausstattung, keine Sitzheizung hinten. Aber es kein ist Kassettenlaufwerk. Ja, auch nicht. Kassettenlaufwerk, Alter. Ja, keine Musik. Wir haben nicht mal AUX. Oh, wir sind gleich da, Leute. 10-10 Minuten. Oh, ich nehm Westen. Aber oh, wir haben es gleich. Paul, das andere Pedal. Ja, vielleicht ist auch die Handbremse angezogen, oder ich weiß nicht, aber irgendwie. Besser wie wenn es zu schnell ist. Ja. Wenn wir über die Hügelkuppe rüber sind, dann schütze erstmal rundum scannen. Jawohl. Also und Para dann erstmal anhalten. Direkt auf dem Bergpark oder noch ein bisschen runterfahren. Oder hier bei den Bäumen. Jo, hier bei den Bäumen. Ja. Nee, ist auf 2 Grad. Das ist eine Stellung auf 460 Meter. Auf 2 Grad? Jo. Jo. Infanterie absetzen. Trupp blau links vom Fahrzeug. Trupp grün rechts vom Fahrzeug. Abstand ca. 50 Meter. Gebiet sichern. Achtung, Infanterie kann hier im Nahbereich sein. Infanterie bei Peilung 3, 5, 7 in Entfernung 250 Meter. Ja, solche Meldungen dann auch funken jetzt. Meldestellung bezogen. Achso, Entschuldigung. Aber wichtig ist erstmal die Stellung auf 2 Grad. Ich auf 460 Meter. Ich kann keine Stellung ausmachen, ist die am Hügel? Ja, die ist direkt am Hügelkamm. Außerhalb des bewaldeten Gebietes? Ja. Da steht bei mir direkt ein Baum vor, leider. Ah, okay. Wenn du ein Stück vorfahren könntest, dann kann es sein, dass... Nee, fahre einmal so circa 5 Meter zurücksetzen, wenn es geht. 5 Meter, hinter mir ist frei, oder? Ja, ich habe der Infanterie gesagt, dass sie rechts und links von dem Fahrzeug stehen sollen, von daher. Machst du es mal langsam? So ungefähr oder noch ein Stück? Das sollte reichen. Achtung!
Richtung Infanterie, wir rangieren hier, deswegen den Bereich um das Fahrzeug frei machen. Wie gesagt, Abstand zum Fahrzeug, ja, ca. 30 Meter. Okay, dann links einschlagen und langsam vorwärts. Und Nils, du behältst die Richtung im Auge und wenn du ihn siehst, sagst du Stopp. Stopp. Okay. Das ist dieser eine Kerl da oben, ne? Ja. Ja. Okay. Kannst du ihn mit einer... Ja, hier mit dem MG ausschalten? Das kann ich probieren, ja. Ja, dann mach. Ja, ausgeschaltet. Sehr gut. Ausgeschaltet. Die Infanterie im Wald. Okay, das hat sie nicht interessiert. Alles klar. Ach doch, sie sind alarmiert. Peilung 0. Ja, check. Entfernung. Kannst du da Granaten reinwerfen? Ja. Dann los. Okay, können wir noch ein Stück vorfahren? Warte noch einen Moment. Blau und grün, dann langsam Richtung Nord vorrücken. Okay. Oh, da ist einer geflogen, krass. Hier ist Sandro auf dem SEM 52. Könnt ihr mich aufnehmen? Ja, ich höre dich. Alles klar. Ich gebe euch dann gleich den Befehl, dass ihr nachrücken könnt. Sind denn da noch weitere Explosionen bei euch eingeschlagen oder ist jetzt alles ruhig? Bei uns ist alles ruhig. Okay, also haltet euch bereit. Ihr könnt dann gleich nachrücken zu dem Pickup Point. Gut, wir fahren dann auch langsam vorwärts. Richtung... Peilung 000 oder? Ja, Richtung 00. Und Schütze, mal die Augen offen halten. Jo. Kann man hier irgendwie eine Richtgeschwindigkeit angeben oder? Langsam. Ja, aber ich meine, man kann jetzt nicht irgendwie sagen auf 5 km/h, also... Dann stell 5 km/h ein, ja. Ja, Tempomat, wie geht das? Echt? Standardmäßig mit der Taste, wo NTF draufsteht, also ENTF. Oder Delete, je nachdem, was du... Ja. Kann man die kleinen Tanja nicht umfahren oder blockieren die auch? Man kann sie schon umfahren, ja. Also kommt aber auch auf den Schwung drauf an. Ne? Ja, ich wollte nur nicht, dass die Karre kaputt geht. Die Tanne, die hier voraussteht, da fahren wir links drumherum. Drumherum? Und dann wieder ausrichten auf, ja, 350 circa. Ich versuche gerade durch die, zwischen die beiden Bäume hier durchzukommen. Ja. 350 ausrichten. Genau. Ich laufe in Startrichtung Ost, sieht sicher aus. Dann noch ein Stück weiterfahren oder hier quasi stehen bleiben und dann? Nee, weiterfahren. Ich will ungefähr auf der Höhe von den Truppen mitbleiben. Arzt, probier nochmal Sandro, ihr könnt dann zu dem Wartepunkt weiter vorrücken. Ja, verstanden. Jo, wir können dann über die Straße rüber und weiter auf den Radio Tower drauf zu. Mhm. Ich hab Schüsse gehört, wer hat Kontakt? Melden. Harun wird aus Norden beschossen.
Hier Blau, wir haben Kontakt von unserer Position aus. In etwa 020 mehrere Infanteristen, die in den Wald reingehen. 020. Hey, ich sehe Schüsse auf jeden Fall. Ich versuche mal ein bisschen zu drehen, weil ich komme mir gerade echt hin. Der Blau ist ziemlich stark. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen höher, damit. Ja, jetzt müsstest du was sehen können, Nils. Genau, also von rechts. Ich versuche noch. Halt noch mal. Ein bisschen. Halt, ja. Ja, es ist schwierig mit den scheiß Bäumen. Ja, soll ich nochmal ein Stück weiterfahren? Ich glaube, da oben ist vielleicht ein bisschen. Hier, Truppe gemeldet, Wärmeabschuss. Könnten auch wir sein mit den Granaten. Echt? Ansonsten, Nils, kannst du auch mit Para absprechen, wie du dich positioniert haben möchtest. Ja, kannst du. Weiter nach vorne fahren. Fahr mal einen Meter nach vorne noch. Ja, stopp. Oh, das ist ein Bein, okay. Kannst du noch ein Stück vorfahren? So oder weiter? Weiter, 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 bis ich Stopp sag. Okay, stopp. Da humpelt stopp. Doch schon wieder einer. Ah, noch ein Stück vor. Noch ein Stück, 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 weiter, 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 und weiter. Weiter. Baum, also. Okay, stopp, 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 stopp. Also unsere Leute sind auf jeden Fall direkt vor uns. Deswegen müssen wir gleich ein bisschen rechts einschlagen, damit wir ein bisschen dann ungefähr Kurs 020 nehmen. Okay, keine weiteren Kontakte oder ich kann keine mehr ausmachen, sagen wir mal so. Okay. Soll ich weiterfahren oder die erstmal weiter vorrücken lassen? Wir fahren auch direkt weiter. Blau, grün, habt ihr noch Kontakte? Blau negativ. Grün negativ. Ich glaube jetzt ein bisschen. Dann langsam weiter vorrücken. Geht ruhig langsam vor, wir müssen nicht so schnell sein. 67 Schuss Granaten verbleiben. Okay. Nimm mal Granaten nur bei, wenn mehrere nebeneinander stehen oder wenn du nur indirekt wirken kannst. Okay. Du bist ja mittig von unseren beiden Trupps zu fahren, ne? Ja, so ist auch der Plan. Oh. Das sieht doch gut aus. Ja. Alles klar. Alle Truppen halt. Wir ziehen uns zurück zu unserer Warteposition. Truppen aufsetzen. Kannst du mir mal kurz eine Linie zeichnen? Ja, Moment. Ganz ein bisschen einfacher. Oh, die ist rot. Den. Muss ich nur gucken, wie ich hier am besten drehe. Kann ich einfach kurz den Hang runter und dann. Ja, das glaube ich besser, den Hang nach unten zu drehen. Ich habe einen getötet. Blau und grün melden, wenn alle aufgesessen sind. Grün sitzt. Ja. Guckt einer von euch nach rechts raus und kann mir sagen, ob direkt rechts neben uns ein Baum ist oder kann ich gleich rechts einschlagen? Also ich gucke gerade nach rechts. Blau, falls du schlag mal. Dann fahr er los. Also du kannst rechts einschlagen auf jeden Fall. Ja, da war ein Baum. Ja, aber nicht so doll. Aber jetzt sollte es auch langsam hinkommen. Wo geht's jetzt hin? Blau, grün. Status bei euch? Grün ist grün. Einen Armverletzten und einen Beinverletzten. Das war ein ziemlich steiler Hang, wir hängen hier gerade. Ich versuch mal. Alles klar, wir haben's. Bei euch beiden ist alles okay, ne? Ja. Ja. Grün ist grün. Also, ich glaube, es müssen zwei Leute genäht werden gleich bei Illy. Eine Beinverletzung, eine Armverletzung. Ja, alles klar. Habt ihr euch treffen lassen? Moi, moi. Ja, züchten die hier Weihnachtsbäume oder was ist das? Ich habe erst schon ein paar geerntet. So. Ob den Hang rauf wird, ein bisschen.
holpriger, hier die umzumähen. Ah, fahr um den Scheiß, ist egal. Jetzt sitzt er fest. der kommt wieder. Ja, ein Kamera, aber. Pass auf, hier ist ein Busch direkt vor uns. Busch. Achtung, Illy, wir kommen gleich bei euch an. Jo. Im Rausch der Geschwindigkeit. Das Auto ist bestimmt voll traurig, weil ihr es die ganze Zeit schläft. Naja. Ja, grün bleibt im Auto, ne? Nein, wir bauen Sicherung auf. Ja, ja, alle sitzen gleich ab. Sind wir denn hinter den Hügel rüber? Ich fahr noch ein Stück fahren. Ja, fahren wir noch ein Stück. So? Ungefähr, oder? Ja, sollte passen. Dann Infanterie absitzen. Blau lässt sich die Wunden versorgen, grün sichert. Hätte ich kurz Zeit, einen zu rauchen, oder? Ja. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ich werde kurz einmal was Geschäftliches erledigen. Geschäftliches, okay. Ich gehe kurz schiffen. Online-Banking während der Arbeit, so. Ja, so. Ist so. Scheiße. Ja, echt. Alles nochmal wegradieren. Blau ist verbunden soweit. Ja, check, dann können alle wieder aufsitzen. Hallo Benni. Hallo. Drin. Hallo Benni und Christian und Martin. Ja, vollzählig. Fehlt noch einer. Da kommt er schon. Sag mal, Domi, warum sitzt du mir eigentlich immer gegenüber? Grün freut sich dich. Ja, weil ich dich so mag. Seht ihr mich eigentlich oder bin ich versteckt? Du bist versteckt. So, sind alle drin? Man hört nur seine Stimme. Positiv, alle drin. Drin? Die Linie schon gezeichnet, wo ich langfahren soll? Ja. Dann nochmal an alle, wir rücken zum nächsten Ziel aus. Arzttrupp fährt wieder hinterher. Ein Rückspiel, echt nice. Wow. Es ist ja diese neue blaue Linie, oder? Linke. Ja, richtig. Die nach Westen. Genau. Hast du auf jeden Fall heute deine Driving Skills erhöht? mit der Karre ja, auf jeden Fall. Wurde heute plus Gain.
quasi. Ja. Plus 3 auf Driving, ja. Ja, ohne Witz, Mann. Das kannst du in der Formel 8 fahren. Ja. Mit dem SPZ. Ja. Mit dem SPZ. Bock die Gegner einfach ran. Wie heißt das? Death Race. Nicolas Cage. Ja, ja, großartiger Film. Der war mit Nicolas Cage? Ja. Echt? Hm. War das eine seiner besseren Rollen? Na, no, da musste man ja nicht viel spielen. Nee, war das nicht mit Jason Statham? Das kann ich mir eher vorstellen, irgendwie. Jetzt muss ich nachgucken. Death Race. Ich mach gerade. Ja. Es gibt einen zweiten Teil davon. Ja, ich wollte gerade sagen, da spielt Jason Film mit. Jason Statham, Frederick Köhler, Natalie Martinez. Der Film ist aber gut, Death Race. Lustig. Ah, Tyrese, der Dude aus Too Fast and Furious spielt auch mit. Der Schwarze. Oh, hier kommt ein dicker Felsen. Ich fahr da mal rechts dran vorbei. Nimm ihn mit. Der nimmt uns mit. Den werfen wir auf die Gegner. Auf dem Ding sind die Pioniere früher geritten. Oh, ups. Oh. Entschuldigung. War einer von uns, ja. Triggerfinger. Ja, ich war gerade rausgezappt. Das ist meine Sicherung. Mein ruhiger Finger ist meine Sicherung. Ja, ja. Also, Nils, du kommst nicht zu den Special Forces. Doch, ich bin schon bei den Special Forces. Aber dein Sicherungsfinger ist zu locker. Ja, oder war da ein Warzenschwein? Da war ein Pilz. Ein Pilz? Böser Pilz. Hast du getroffen? Nein. Oh. Nein. Wenn nochmal umdrehen? Nein, nein, nein. Das passt. Oh! Hä, wir haben Paragraph. Hau weg das Teil. Boah, das. Feindbewegung im nördlichen Quadranten. Holprig hier. Ah, der Radio Tower ist nice, Alter. Wobei, wenn ich voll nehmen kann, weil die müsste ja jetzt in nächster Zeit sind, dass er bald mal. Herr Pulkovo wäre halt auch ein mögliches Ziel nach dem nächsten Radio Tower, wenn der genauso flüssig läuft. Warum? Das ist halt zwischen den beiden. Mit der Winkelauflage zu tun. Oh, das Dominik, machst du zu viele Gedanken. Ne, ich glaube, der nächste Radio Tower wird genauso sahnig. Nils, was sagt die Munition? Ach, passt schon, ne? 67 Explosiv, 464, 12,7 mm Geschosse. Okay, jetzt wieder erhöhte Aufmerksamkeit, wir kommen ins Zielgebiet. Der Panzer ja, Leute, überstrahlt so derartig. Ja. Bergab, da hat voll Bock. Noch die Hauptstraße. Oh! Das ist ein bisschen gefährlich, oder? Ach, 200 Meter Hauptstraße. Alles klar. So, ich hab die Linie schon absichtlich so eingezeichnet. Also, bleib mal Offroad. Hier ist ein kleiner Dingsweg. Einfach mal zwischen den beiden. Genau. Machen wir dann wieder grün rechts und blau links vom Auto. Oh, scharfe Kurve voraus. Ja. Und ich lege wieder. Yeah. Mitten im Feindesgebiet. Ja, es ne? Also, ist nicht gut. Wir haben nichts um uns rum, was irgendwie nett ist. Nett? Das heißt, doch, hinter uns, Dr. Hase. Nett hier, im Schaderus. Nichts was. Da hinten geht auch ein Zivilist spazieren. Das sage ich weiter. Wie geil wäre Chernobyl Liberation mit Zombies? Überall noch diese Zombies. Das wäre nice.
Also eins muss man lassen, muss man Mirko lassen. Ich lese gerade die Mitgliederliste, diese Clanliste auf der Facebook-Seite. Mirko hat da einfach einen riesen Text reingeschrieben, während die anderen Clans einfach nur so ein Zweizeiler immer in Schwerpunkt- und Clanbeschreibung stehen haben. Ach gut. Ja, ist auch gut. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Drück gefällt mir. Oh, Baum. Wollen wir sonst absteigen vielleicht schon mal? Draußen ist am Fahrrad, wenn ich Christian. Ich packe jetzt mal hier eine schön offene Fläche und dann... wir folgen mal der blauen Linie. Der blauen Linie folgen. Die geht jetzt nach Nord, Ost. Ich habe ein Mountainbike dabei. Oh, das wäre geil. Schön mit dem Mountainbike. Fahrradtrupp. Ich hab's bei Arma 2. Ja, hier Tango, ihr nehmt dann Stellung am Rückzugspunkt 1 ein. Ja, verstanden. Das wäre doch gar nicht mal unpraktisch mit dem Fahrrad, oder? No. Wart ihr das, oder? Weiterfahren, weiterfahren. Astrup, zurückziehen zum Rückzugspunkt 2. Nils, Nordwest. Schießen auf uns. Ja, wir kreuzen jetzt hier die Hauptstraße, gucken. Warum bewegen die sich nicht mehr, der Arzttrupp? Jetzt sind sie ausgestiegen. Soll ich umdrehen? Rückzug nicht möglich. Umdrehen oder nicht? Ja, fett beschossen worden mitten auf dem freien Feld. Könnt ihr in den Wald laufen? Frieda ist komplett außer Gefecht. Ich könnte es schaffen, ja. Ich habe keine Kontakte. Ah doch, doch. Oh, Kontakt für zum bewaffneten Offroader, Peilung 101, Entfernung 853. Fahrer halt. Ja, auch ich wie so ein... So ein Wiener Hauptstraße. Ich will in so einer Sardinenbüchse fest. Billy, zieh dich erstmal in den Wald zurück, wir kommen gleich nach. Fuck, hier ist ein Panzer, Oh, Scheiße. Was? Irgendwas mit Panzer. Da kommt was auf uns zu. Ja, Panzer finde ich nicht gut. Dann soll ich... Fahrer fahren den Wald rein. Jeep ausschalten. Ja, wenn's geht. Oh Gott. Ich lege gerade. Was ist los mit dir, Dominik? Mann. Du bist ja so weich geworden, seitdem du nicht mehr mitspielst. Hä, wieso kommen die Schüsse nicht an? Was ist denn da los? Ja, ich hab halt geleckt, jetzt geht's wieder. Dass du straight aufs Ziel zufährst? Ich soll in den Wald rein. Noch ein Stück weiter. 10 Meter. Okay, er hat mich nicht gesehen. Was hat dich nicht gesehen? Infanterie absetzen. Blau, links. Kontakt. Grün, rechts. Peilung 171. Schützenpanzer. Aussteigen. Deckung! Baum suchen! Alle raus! Penny. Ja? Gehen wir aber. Ja? Habt ihr Peilung vom Fahrzeug? Peilung in 130. Achtung, unser Schützenpanzer fliegt in die Luft. Alle weg da. Harun, eine Deckung! Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Guten Abend, Leon! Au! Ich bin getroffen! Au! Bei mir ist alles in Ordnung soweit, ich bin leicht verwundet. SPZ steht stationär in 135. Die Panzerabwehr den SPZ ausschalten kann, dann habt ihr volle Freigabe. SPZ zerstört. Ich bin auch am Bein verletzt. Trupp Grün meldet, 2 unverletzt, Truppführer Grün angeschlagen. Soll ich auf die Infanteristen schießen, die ausgestiegen sind? Nö, die Fahrer, Nils, Nen. Okay. Bin da, aber am Bein verletzt. Also ich bin hier. Nils, Meldung? Ja, ich bin anwesend. Check, auch verwundet.
Leichte Verwundung, nicht nennenswert. Ich habe ein leicht verletztes Bein. Gut, alles klar, dann soweit erstmal Deckung suchen, versorgt euch, meldet, wenn ihr bereit seid, um auszurücken. Hä, wo ist denn die Gruppenführung? Ach da, nee. Blau, Sicherungsrichtung 315. Christian, soll ich mal wieder zu dir auf, schließen? Ja, du gehörst zu mir. Okay. Kann noch nicht mal laufen. Billy, melden. Das ist nicht gut. Da ist was vor uns im Wald. Da ist was vor uns im Wald. Ja, ein Erdchen rennt hier rum auf jeden Fall. Den hab ich ja, okay, gemacht. Das war der. Heelt. Ja. Okay, schau mich an. Zu dem Rückzugspunkt 1 zu 10. Bist du dem netten Stein? Jawohl. Alles klar. Dann versuch mal Frieda zu stabilisieren. Ja. Martin? Ja? Ja, check. Nach Norden, weitergehen. Wir gehen gleich weiter. Blau und grün nach Norden, weiter vorrücken. Ja, check. Grün rückt nach, meldet einen Verletzten, kann nicht mehr sprinten. Ja, check. Para, du läufst auch jetzt bei uns einfach mit. Alles klar. Unklarer Wärmekontakt in Peilung 290 sieht aus wie ein Fahrzeug. Martin? Jo? Bestätige, es handelt sich um einen Schützenpanzer. Entfernung. Hallo Nils, ich soll mich bei dir melden, ich soll mich an dich halten. Okay. Jetzt, wenn du mir eine Entfernung der Schützenpanzers 185 Meter. Geocheck kann ich bestätigen. Ja? Ja, ca. 200 Meter von Rucksack meiner Position. Ich muss eine Rakete rausnehmen, falls du eine brauchst. Jo, brauche ich. 180 Meter kann ich aber auch bekämpfen. Mit deiner Banane oder? Achso, oh. Okay. Problem ist, dass hier so viele Bäume da sind. Danke. Benny? Ja? Ja, der Stein, da hältst du dich auf. Okay. Welche Peilung, Nils? Peilung. Rückstallzone frei. Peilung 295 circa. Ja, danke. Da ist auch, sitzen auch Leute im Wachturm und all solche Späße, ne? Kurz Funk. Stille. Ja, auf dem Funkturm sind auch welche drauf, sehe ich gerade. Ja, genau. Welche Entfernung? 200 Meter circa. Ja, so 180. 180? Ja. Ja, ich kann's probieren, ansonsten. Ja, also wenn du nicht sicher triffst, würde ich nicht schießen an deiner Stelle. Doch, ich treffe einen Motor, aber ja, kannst du, ich kann's probieren. Ich kann ansonsten noch als Backup Panzerfaust bereitstehen. Ja, mir ist egal. Ich geh mal hinter dir lang, Vorsicht. Leute, ich hab auch eine Titan dabei. Also ja, aber dafür eine Titan zu verschwenden ist eigentlich... Ach, das muss Sandro entscheiden, das soll ich sagen. Das ja, Fluppi, wenn du wirken kannst, dann schieß. Gut. 180 war's, ne? 180 bis 200, je nachdem. Soll ich nochmal bestätigen? Ja, im Moment ist er inaktiv, wir können nochmal messen. Entfernung von... Warte mal, ich guck mal, ob ich von dir aus gucken kann. Also von hier, ich sehe ihn von hier bei mir. Den auch. 185 Meter, 185 Meter. Jetzt oder nie? Ja, getroffen. Oder? Nicht getroffen. Wird noch. Ist davor eingeschlagen. Scheiße. Davor. Bewegt sich jetzt weg. Na, okay.
ihr langsam weiter nach Norden. Fächert euch ein bisschen auf. Schuss. Du schießt zurück. Ich weiß nicht woher, ich sehe nur die Leuchtspur. Peilung 2, 8, 4. Wirk. Lade. Ich habe auch im Nahbereich irgendwie Stimmen gehört gerade. Vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet. Ja, wir sind noch an Rüstungspunkt 1. Frieda ist, ja, in Behandlung. Soweit relativ stabil. Mhm. Alles klar. Radio Tower, das große Radio Tower Gebäude auf dem Ring, der so 10 Meter über dem Boden ist, da sind 3 Sniper oben drauf. Einen habe ich schon ausgeschaltet. Oh shit. Aber kam da von hinten gerade was? Kann das sein? Nee. Weiß nur, dass ich über den Boden krieche. Wenn ihr Kontakte habt, dann gebt die Kontaktmeldung hiermit durch und Feuer erwidern jetzt durchgängig. Ich habe 3 Kontakte auf dem Ring des Radio Towers. Erhöhte Position. Irgendwie ist heute auch nicht mein Glückstag hier. Meinen Sie mal zu, dass du Dominik unterstützt. Jo. Muss ein paar Bäume vorkommen. Nils, wo ist deine Position? Da sind zu viele. Ich bin hier neben euch. Nils, guck mal, dass du zu dem Stein vor uns weiter vorrückst. Ja, ich. Und mach mal die mit. Jo, auf. Sorry, Nils. Ich bin direkt Justus? Hinter dir. Jo. Ja. Sorry, ich hab irgendwie vergessen, dass wir Buddies sind. Ja, nee, passt. Ich geh rechts, du links. Jo. Ja. Siehst du was auf den Ringen oder auf den... Für euch zur Info, Achtung, wir haben auch feindliche Einheiten nordöstlich in Vogorevka. Die sehen auch alarmiert aus, sind aber... bleiben vor Ort. Ich hab hier direkt vor uns den BTR. Das ist nicht gut, dann... Gib das mal durch, aber irgendwas schießt ja auch mit einem Maschinengewehr. Ich bekämpf gerade, ich hab ihn. Okay. Die Feinde auf dem Ring. Ja, dann bekämpfst du sie. Ich hab nichts mehr. Wenn ihr nicht direkt treffen könnt, dann mit Unterlaufgranaten. Links vom Radio Tower, circa 20 Meter. Links? Ja, hier. Zwischen den Bäumen, da sieht man nur den oberen Teil. Dankeschön. Wir haben einen Kontakt rechts von dem Stein, ja, den seht ihr von eurer Position nicht. Ah, shit! Das war knapp. Ah, fuck! Der ist nah dran, ne? Jo. Wir haben Feinde im Nahbereich. Ah, ich hab einen Kopftreffer abbekommen. Hab ihn. Es war nicht knapp. Wir haben uns direkt in die Augen geguckt gerade. Wo sind die? Da ist noch einer. Es war ein relativ emotionaler Moment. Ja. Bis er mich dann erschossen hat. Links oder rechts vom Radio Tower? Wenn du hinguckst, genau beim Radio Tower. Also ungefähr in Peilung 280. Es gab auch noch Kontakt auf der ersten Ebene, auf der linken Seite. Ja, check. Wayne, du gehst einfach weiter vor, go. Das Five-Thema noch ordentlich. Gruppenführer am Bein verwundet. Ich hab Audiokontaktfahrzeug. Den Raketenwerfer bereithalten. Blau hat keinen Raketenwerfer mehr. Grün negativ, kein Raketenwerfer. Okay, Kontakt auf der ersten Ebene links ausgeschaltet. Wenn die schnell genug wieder da ist, haben wir wieder einen Raketenwerfer. Christian, kann ich was für dich tun? Soll ich dir was abschneiden, was annähen?
Nö, nö, heute mal nicht. Okay. Ich hab immer noch hier. Nee, doch nicht. Jetzt ist er weg. Der BTR. Nee, ich hab hier immer noch Sichtkontakt zu der. Zu dem BTR oder der ZSU. Fährt jetzt auf uns zu. Okay, das heißt also in Deckung bleiben. Fußsoldaten links vom Tower. Links von dem Stein. Oh ja, oh ja, da steht er. Und links vom Stein steht auch der BTR circa. Ja. Hörkontakt zu dem Fahrzeug, könnt ihr das lokalisieren? Von unserer Position an Peilung 276 bewegt sich weiter Richtung unserer Position. Auf Straße. Kommt jetzt auf Straße. Der fährt okay, die Achtung, Straße runter. Ich hab noch eine Panzerfaust übrig. Oh, da musst du dich aber beeilen jetzt. Komm, Benny. Komm, wir verpissen uns. Ja, wir sind nicht mehr so schnell. Fahrzeug im Nahbereich. Geschossen so. Fährt jetzt die Straße runter? Keine Sicht, aber Audiokontakt wird stärker. Oh oh. 180, ist genau hier im Wald. Jo, das ist nicht gut, ne? Ah, das hat sich gut angehört. Nils meldet, schwer verwundet, muss mich versorgen. Wer schießt hier denn mit dem Maschinengewehr? Nein, scheiße. Zu viel Blut verloren.
Jo, das ist nicht gut, ne? Könnten jetzt 20 Minuten sein, tatsächlich. Ich glaube, es bewegt sich keiner mehr von uns. Ja, das ging direkt auf die Schnauze tatsächlich. Ja, es rührt sich keiner. Ah, das ist nicht gut. Brrr. Ja gut, aber ich dachte auch ehrlich gesagt nicht, dass uns das Teil doch so gefährlich wird. Ich dachte, Sandro haut einmal mit dem Raketenwerfer drauf und dann hat sich die Sache gegessen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich, als die Gefahr sich näherte, weggelaufen bin. Und ich bin trotzdem als erstes auf dem Boden gelegen. Ja, Spacing und so, ne? Naja, aber 20 Minuten sind ja auch zum Glück gar nicht so lang. Da kann man mal ein bisschen chillen und ein bisschen lesen oder was essen. Ich kann ja mal gucken, was die Melodika sagt. Gucken, ob sich das Ding noch weiter verstimmt hat. Ich weiß nicht, ob man das hört. Thank you.
Hört sich ja schon echt nicht mehr so gesund an, ne? Falls sich irgendjemand wundern sollte, was ich hier spiele, es ist eine Melodika, wo ich in einen Schlauch blasen muss und auf einer Tastatur, auf einer, ja im Prinzip auf einer Klaviatur mit 3 Oktaven spielen kann. Und je länger sowas rumliegt, desto furchtbarer hört es sich an. Ja, mir fehlen hier leider ein paar Tasten. Thank you.
So. Ich kann jetzt immer eine Schleife spielen. Ich habe gerade gehört, dass sie eine Rauchgranate gezündet hat. Das bedeutet, dass sich der Sanitätstrupp nähert. Was so viel bedeutet wie, der Sanitätstrupp wird sterben. Okay, das soll reichen. Ja, ich sehe. Wir können halt leider nur einen mitnehmen. Amüsierende Grace. Wie süß der Klang. Warte kurz, bevor wir ihn transportieren. Ich hau ihm schnell Lösung da rein. Alles klar, ich sicher. So, ich bin gleich wieder da. Verarzt ihn kurz, dass er zumindest bis zum Auto auch hoffentlich durchhält. Wie viel Liter packe ich ihn da rein? 4? 5? Erstmal? Oder gleich 7, wie bei Frieda? Ich mach mal 4, ja. Tut mir voll leid, dass wir nicht alle retten können. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, 2 Leute können wir retten, ne? Ne, ich glaube, es passen nur 4 Leute rein insgesamt. Ins Auto. Achso, das heißt quasi ein. Ja. Naja, oder einer bleibt halt zurück. Also ich. Nee, wir beide machen hier weiter Sicherung, oder? Nein. Die anderen liegen, glaube ich, auch schon. Also ich glaube, die liegen alle schon voll lang. Wenn, dann retten wir einen. Alles klar. Sollen wir durchgehen, Gnadenschüsse verteilen? Okay, ich bin dabei. Nein, so gemeint sind wir nicht. Sandro, das heißt ja Gnadenschuss, weil es ja eben nicht gemeint ist. So. Ach du Heilige. Müssen wir kurz den Kopf verbinden, dann können wir ihn transportieren. Alles klar. Umgebung ist soweit sicher. Sehe ich auch aus meiner Stellung. Ach, er hat sich eingebuddelt hier. Sie kommen? Ach, sie kommen. Ja. Christian, ich muss leider sagen, dass ich keine Hoffnung mehr habe, trotz allem. Jetzt bin ich schon bei Sandro drin. Ich werde bald abnippeln, um das mal so auszudrücken. Einbuddeln. Ja, ja, wegen Stellung. Den können wir nicht auch noch retten, Christian. Mein Herz, okay. Kann ich sehen? Ja. Okay, nach vorne ist alles noch clean. Geht das? Oder bist du zu schwer? Ja. Nee, geht mal. Krieg ich hin. Oh Gott. Was? Oh, wenn ein Twitch-Alert kommt.
Da schrecke ich mich immer so mega. Wieso habe ich auch einen Twitch-Alert gehört? Das kann gar nicht sein. Ich glaube, ich habe versucht, vergessen, das zu ändern. Twitch-Alert. Wo war denn unser Auto? In die Richtung, ja. Mehr rechts, glaube ich. Was ist denn das? Kannst du den tragen? Wenn ja, dann nimm mit. Das ist... Bitte belebt mich nicht wieder, ich bin eh gleich tot. Hey, Benni macht dann HLW gleich. Ich kann noch nicht mal ziehen. Ja, dann lass liegen. Hallo, hört mich jemand auf dem Kanal? Wir glauben es noch, Nils. Ja, ich bin gespawnt in der Basis. Ja, wir kommen auch gleich zurück. Nils? Frieda, belebt mich nicht wieder. Ich will sterben, damit ich wieder spawnen kann. Alles andere dauert mir zu lange. Ich bin alt, ich kann nicht mehr so schnell. Du weißt aber schon, dass in den Herden die Alten immer zurückgelassen werden. Hallo, egal. Ich hab gut Munition dabei. Und Nils habe ich auch beklaut. Medikram habe ich oben ein bisschen. Ey, der soll seine Griffel bei sich lassen. Wer fährt? Ich. Oh wei, wir werden alle sterben. Ja, so ich schätze mal grob noch eine Minute und dann werde ich spawnen. Naja, obwohl 2 Minuten könnte auch noch sein. Ja! Uff, wir haben es geschafft. Alles gut, gar kein Problem. Wir spawnen jetzt einfach. Hallo! Rip. Rest in pieces. Hallihallo, meine gerippten Freunde. Von völlig zerledert. Ja, aber das war auch so überraschend. So. Ja, es war voll ruhig und auf einmal... Was? Nee, an sich war es halt ganz geil, nur bis wir gestorben sind halt, ne? Ja, so ist das auch immer. Ja, es ist ärgerlich ein bisschen, weil es lief richtig gut. Ja. Bis wir dann gestorben sind. Nee, ich fand's auch super spannend und alles, ne, aber... Bist du dann gestorben? Ja, hallo. Er hat uns gefunden, mit seiner komischen Mundharmonika da. Wir haben Toten. Seid ihr wieder aufgestanden? Alter, Illy ist richtig laut. Ja, Illy hört man ziemlich. Boah, Illy, Mann. Illy rastet doch gerade aus, weil sie Sandro wiederbelebt hat, erfolgreich. Ach so. Ich glaube übrigens, ab nächster Woche, Nils, gebe ich dir immer festen Zeus-Zugang, sodass du, falls du down bist, auch mit Zeus immer ein bisschen rumgucken kannst. Okay, das ist eine sehr gute Idee.
Oder falls du mal Pilot machst, dass du zwischendurch immer mit Zeus ein bisschen moderierendes Beobachten machen kannst oder so. Ja, gerne. Ja, mach wieder halb. Bin ich blau? Nee. Jetzt bin ich blau. Ja, wahrscheinlich. Ach ja. Ja, ja. Hey! In meinem Ohr. Hallo. 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 Hola. Ah, Martin? Tot? Ja. Seid ihr auch alle schön gestorben? Ja. Ja. Wir wurden voll zerledert. Was soll das? Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Martin, ich hab versucht. Also, du auch selbst schuld. Wir saßen ja alle auf einem Fleck da. Ja. Warum ist das eine 6-Frame-Animation? Du hattest so 4 Wunden oder so. Während ich dein Medic-Menü auf hatte, waren es so innerhalb von 2 Sekunden 25. Das ist ziemlich buckelig hier, ne? Ja, widerlich. Geht die Tür auch so eklig auf? Nein. Nee, die ist gut. Oh, verdammt. Widerlich. Ich kann mir gar nicht angucken. Ach ja. Ja, dann lass uns mal hier. Wollen wir nicht den Helikopter da hinten einfach mal nehmen und ein bisschen fliegen? Wir warten erst, ob sich Sandu meldet. Kaper die Fahrzeuge. Ja, ich hab meinen Joystick angeschlossen. Wir können hier so ein bisschen Ballerballer machen, solange. Muss probieren. Du kriegst den Pony und ich flieg den Russen-Hubschrauber. Den kriegen wir auf den Sack, Mann. Nee, wir kämpfen ja gegeneinander. Ja, aber dann machen wir die kaputt. Also ich mach dich kaputt, so. Halt logisch. Ich nehm einen Fuel-Truck und ihr müsst auf mir landen. Ja, genau, ist eine gute Idee. Easy. Jawohl, Tokio ist Stufe 5. Unser Häuptling ist ja gleich wieder da. Enteisen Sie Ihre gesamte Flotte. Ach, schon. Ey, Dominik. Ja, Alter, willst du auf den Sack? Musst du erstmal meine Flotte enteisen, warte. Deine Flotte enteisen, ja? Ja. Ist der Winter bei euch eingebrochen, oder was? Nee, ich spiele so ein komisches, nerviges Game. Achso. Armer, ne? Ja, Mann. Investieren Sie 150.000 Münzen. Münzen. Ich sehe die Chance, eine neue Boeing 747. Nils, ich gebe dir mal Zeus rechte gerade. Okay. Danke. Aber sollte es jetzt haben? Ja, hab ich. Okay. Muss die nur finden. Siehst du links oder rechts irgendwelche? Also was wird bei dir links und was wird bei dir rechts angezeigt in der Leiste? Ja, links ist nur Markers und All und das war's. Ja. Und rechts wird halt dieser Create-Tab angezeigt, also wo du Op4, Blue4 und alles hast. Ja, aber da hast du nichts zur Auswahl jetzt wahrscheinlich. Doch, aber ich kann es glaube ich nicht platzieren. Nur 4 Rechte? Okay. Nee, kann ich nicht platzieren. Okay, aber links werden dir die Spieler nicht angezeigt? Nein. Das ist immer, wenn man einmal gestorben ist zwischendurch, dann wird's angezeigt. Ah, dann wird's ja. Na gut. Bisschen nervig, nein, aber... Stimmt gar nicht. Aber wenn ich das für nächstes Mal einbaue für dich, dann hast du das von Anfang an. Ja, es ist nice. Du dann auch zu den Spielern hin hüpfen kannst. Ich muss sie so halt immer suchen. Ach, da sind sie. Kann man irgendwie auch auf Folgen machen oder so? Nee, ne? Nee. Ah, schade. Du nicht. Das wäre halt ganz cool, ne?
Bist du vermutlich auch noch nichts links, ne? Warte. Doch. Sehr gut. Aber ich weiß bleib nicht. Bleib mal bitte im Zeus. Ja, ich mach das gerade von hier aus. Aber das wird nächstes Mal dann alles selbstständig laufen. Dürftest du noch mehr haben? Ja, richtig. Wie um alles in der Welt kann ich sehen, wo die hinwollen? Hä? Ja, was die sind. Du? Bei mir sind so. Also, ich guck gerade zu, wie sie fahren, und die haben diesen lustigen blauen Bewegungsstreifen an sich dran, oder was ist das? Nee, die Gruppenzuweisung. Hast du denn jetzt auch Illy und so links in der Leiste oder nur Benny? Ich hab Combat Lifesaver Bunny Hops. Alles gut. Aber ich kann nicht dahin springen oder sowas. Du müsstest das links anwählen und einmal F drücken. Ja. Ah! Oh. Du kannst du zu den Leuten hinspringen. Uiuiui, ich spring mal zu dir. Zack. Okay. Ein richtiger Jumper. Ja. Der Jumper, Alter. Ja. Hast du denn jetzt alle Spieler links drinne? Also Bunny Hops, Frieda, Benny, meine Wenigkeit, Para, Harun, Nils, Wayne, Daywalker, Fluppy und ein bisschen weiter unten Sandro? Fluppy habe ich witzigerweise nicht drin. Fluppy ist der einzige, den ich nicht drin habe. Ja, das ist egal, der kann nichts. Jetzt hast du auch Fluppy drin. Ja, korrekt. Aber Sandro hast du auch zum Beispiel. Ja, ja. Der ist ja alleine, aber der ist zivil bei mir. Ja, weil der bewusstlos ist. So. Der ist an der Undercover. Danke. Ja, ab nächstes Mal hast du es von Anfang an dann. Nice. Ach, warte mal, liegt Fluppy alleine noch rum? Ja, tatsächlich. Witzig. Sandro ist ein geheimer Mission. Ja, der ist am Respawn-Punkt. Der spawnt nicht momentan. Ah, okay. Ach, da ist der Respawn-Punkt. Ist ja witzig. Oh, unsere Leute kommen wieder. Jo. Mach mal Platz hier, dass ich zum Medic-Wing fahren kann. Bevor wir tot sind. Bin ich im Weg? Ja. Ja. Ah, ich will nicht sterben. Auch Granate. Hey, ich lebe. Wieso parken die denn da hinten ein? Ja, wo fahren die denn hin? Die sind doch besoffen. Eins, zwei, gesoffen. Sieht aber auch nicht mehr so taufrisch aus, ne? Nee, die sind ein paar Mal getroffen worden. Vorsichtig. Das ist getuned. Para? Alter! Lüftungslöcher. Para? Ja. Habt ihr mal einen Werkzeugkasten aus dem Arsenal, falls du nicht sowieso einen mit hast? Fahr mal den Reparatur-LKW, den wir natürlich nicht hier haben. Warte. Christian und ich machen hier vor den Stuff, ne? Stuff? Und reparier das Ding mal. Der Reparatur-LKW ist da. Komm mal her, Paul. Was ist denn? Eli ist verkrüppelt. Wo krieg ich den Werkzeugkasten, ja? Paul, komm her. Das ist ein Arsenal. Wo bist du denn? Hier, komm. Frieda? Geh ins Arsenal. Während du und Benny halt dann auf deinen Rucksack, dann auf Edit Loadout. Dann auf deinen Rucksack. Turbine sieht irgendwie nicht so gesund aus. Dann auf das Plus, rechts, und dann suchst du das Toolkit. Oder so ein Werkzeugkasten. Hast du irgendwie wieder? Braucht ziemlich viel Platz. Vielleicht musst du was rausschmeißen. Ja, reicht. Okay. Hast du einen Rucksack, ne? Jo. Gut, dann kommst du mit. Warte, ich glaube, ich hab's nicht gemietet. Ich muss wahrscheinlich noch speichern, ne? Ja, speichern wäre nice. Dann hast du es beim nächsten Mal direkt im Start so. Okay, wohin?
Hiermit kommt hochaufgelöste Texturen. Was? Wer? Was? Wie? Hm, ich guck grad den Hubschrauber mir an. Achso. Also der Pilotensitz ist so unfassbar scheiße aufgelöst. Bitte noch einmal von RAS, rein zum HLW machen. Bitte reinkommen zum HLW machen. Des Führers. Ich finde die tatsächlich auch nicht so hübsch gemacht, die Helikopter von RAS. Zumindest die russischen. Also die amerikanischen sind echt nicht schlecht, aber die russischen, die Heinz, sehen echt nicht so prall aus von innen. Außen ist hübsch. Na, ich finde die außen, weiß ich nicht. Aber gut, ich sag nichts. Ich kann es nicht besser machen insofern. Naja, ich bin noch mal kurz weg. Nils, du hast das Kommando. Falls Sandro hier mal Einweisungen gibt, gleich, wenn er wieder lebt. Jo! Ja. Nilsi! Ich hab das Kommando, ne? Stehen bleiben. Ja, hinlegen. Ja, okay. Aufstehen, folgen. Auf das Fahrzeug hier gucken. Ey, ist Sandro nicht schon stabilisiert? Auf Interaktion, guck mal, ob du auch Repair machen kannst. Ja. Beleidigen ihn der Kameraden. Dann ist er nicht stabil. Hey, juhu! So, warte. Solange noch. Ich muss erstmal, glaube ich, meine ganzen Gerätschaften hier auf den Arm wieder haben, ne? Ach ne, ist drauf, okay. Du hast keine Abzeichen. Überbewertet. Ja. Nee, dein Abzeichen ist nicht drauf. Nicht? Also dein Dienstgrad ist nicht drauf. Nur dein KP. Okay, bei mir ist mein Dienstgrad drauf. Es gibt manchmal noch so ein paar Probleme damit, ne? Andere hat gespuckt. Ach scheiße, mein Schanzzeug. Siehst du, das habe ich ganz vergessen. Wir hätten uns eingraben können. Das war so eine gemütliche Fahrt. Wo ist mein Schanzzeug? Na, hol mal deinen Klappspaten. Das ist auch für den täglichen Toilettengang nicht schlecht. Ja, ist so. Das ist nämlich das Ding. Da denkt auch keiner dran. Traum von einem Panzer von der Größe Maus. So. Und, Floppy, das ist eine richtig beschissene Idee. So einem Haubitzengeschütz drauf und einer Liga-Abwehr. Jetzt erkennst du dich da wieder. Beim Kompagnon. Ja, aber das Ding ist, du brichst dir die Beine und all solche Sachen. Nee, die Beine breche ich mir nicht. Weißt du warum? Nein. Es geht nur um Daisy. Achso, okay. Stimmt, ja, hast recht. Sandro? Ganze Job. Ich habe ein Willkommens-Zurückgeschenk. Oh, ich habe gedacht, er schießt. Ich hab mich Boah, so viele Bananen. Ey, du darfst jetzt nicht losfahren, auf gar keinen Fall, Alter. Sonst gehe ich definitiv drauf. Das ist wie ein Obstpräsent. Ja, explodiert ja alles. Kann auch passieren. Nur lieblos hingeworfen halt, ne? Ja, das ist halt, ich hab halt keinen Korb gekriegt. Alter, kannst du mich mal durchlassen, bitte? Jetzt, warum gehst du nicht einfach außen rum? Ja, weil ich nicht kann. Jetzt kann ich hier nicht einsteigen. Ich kann ja die Bananen. Weißt du, was du vorhast? Weißt du, was du vorhast, du blöder Arsch? Denk nicht mal dran. So, ich bin wieder da. Fahrzeug repariert? Lass uns das mal ausprobieren, bitte. Nice. Floppy. Kannst du das Fahrzeug, ja, aber nicht hier, irgendwo, wo es explodieren kann und nichts kaputt geht. Explodieren? Glaubst du echt, dass es explodiert? Ja, gib mal Einweisungen dann. Ja, aber ich weiß nicht, ob es explodiert, wenn ich da durchglitsche und du losfährst. Okay. Wir können ja einfach sagen, Domme war's. Ich hab einen Repair-Truck, bitte freimachen. Okay. Okay. Oh. Oh, shit! Warte. Nein. Oh, das geht nicht gut. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Okay, ihr könnt fahren. Okay. Physik wird scheinbar nicht angewendet, wenn du da drauf stehst. Du hast keine Reibung. Vielleicht auch daran, dass er voll am Rumglitschen ist. Dr. Hasen. Na toll. Ach guck mal, eine Banane hat er sich mitgenommen, das ist nett. Oh, Banane. Ey, Nils? Ja? Bei dir die Handschuhe auch weiß oder sind die rot? Die sind.
Es ist nicht definierbar. Ich glaube, es soll weiß mit ganz viel Blut drauf sein. Es kann aber auch schwarz mit weißen Flecken sein. Ich glaube, es ist schwarz mit weißen Flecken. Dr. Hase, 20 Liter eingepackt. Ich glaube, es sollte schwarz glänzend sein. Und das ist der Glanzeffekt. Bist du dir ganz sicher? Nee. Und das Taschentuch hier rechts daneben ist auch nicht rot. Ist auch weiß. Das ist halt ein frisches Taschentuch. Oder es ist ein Fleck. Kann auch sein. Jetzt wollte ich irgendjemand die Banane zustecken, aber das geht gar nicht. Lass mal eine Banane. Ja, wir sind ausgerüstet. Willst du eine Banane? Banane. Nils, tut mir leid, dass ich dich geklaut habe. Wir warten auf Mach Steph. Nicht! Steph muss Anweisungen machen. Ausscheiden mit Albern sein? Ich soll vertreten. Christian ist da? Ach nee. Ich bin da. Ausscheiden? Wer hat meinen Rucksack aufgemacht? Lass mich in Ruhe. Ah, ich hab dir eine Banane zugesteckt. Ich steck dir mal gleich eine. Naja, okay, lassen wir das jetzt. Ja, Nils. Ach verdammt, das hat nicht geklappt. Ja, als nächstes würde ich dann die FOB suchen. Du langsam. Aber wir haben da wahrscheinlich noch keine Aufklärungsdaten. Die FOB. Ach so, guck mal, da ist er ja wieder. Was ist ja. Mit Gorka? Oder Gurke? Gurke. Gurka. Das verlieren wir halt gerade, ne? Ach, ja, Gorka. Stimmt, da ist auch noch was. Das da oben. Ich könnte Ach, Dominik mal fragen, ob er Lust hätte, den Heli zu bemannen. Dass wir eine Unterstützung noch haben. Das meinen, dass dann noch einer zu Christian seinen Trupp geht. Weil das genehmigt ist. Nee. Okay. Oh. Was geht ab? Abhalten und zuhören. Ja? Dann würde ich sagen, verlegen wir erstmal nach Gorka und versuchen das zu verteidigen. Kommen wir denn da hin? Das wäre schon gut, wenn wir das verlieren. Hubschrauber. Ja, wir haben ja einen großen Heli hier. Oh, jetzt habe ich das Auto vollgeladen. Alter, hat hier gerade einer was gegessen? Ja. Das war deine Banane, Nils. Also pack ich das Blut in den Heli, oder? Noch 13 ja, Minuten. Packt mal ein paar Sachen in den Heli, das was ihr gerade so den ganz greifen großen, könnt. Ne? Ja, genau. Flat Screen, Playsy, Xbox. BB Chris. Hallo. Ja, alberne Menschen. Ach verdammt, ich hätte dem Chris eine Banane zustecken können. Und er hat euch mal eine Banane können. Zu. Du kannst ihm heimlich eine Banane in den Lauf stecken. Ace Mini Weapon. Banane Lauf. Ich hab noch eine zweite Banane für deine P8. Ich find's schade, dass es keine Taser gibt. Das wäre super. Ja, stimmt. Ja, und dann würdest du die ganze Zeit rumlaufen und jeden tasern. Nee, einfach so, weißt du, da kannst du auch so hier so nett Zivilisten aufstellen, was weiß ich. So Zeus Roleplay-Gedöns und sowas. Para tut schunkeln. Komm, ich setz mich daneben, dann können wir saufen. Natürlich. Alter, das ist hier so ein leichter Hospitalismus. Ach ja. Wo war's denn nochmal? Geht nicht, Wir verlegen also mit dem großen Helikopter. Ja, oh. Richtig. Ja. Kartoffel aufsteigen. Los. Okay. 1, 2, 3, erster. Ich will hinten sitzen. Ich will ihn. Shotgun. Wieder. Kann einer mal hier die Rampe aufmachen? Nee. Nein. Warum nicht? Das sieht. Nee, wenn die Rampe zu ist, dann wird es extrem heiß. Blau, grün und rot melden, wenn aufgesessen, Para auch aufsetzen. Ich kann nicht drauf verschießen. Para muss fliegen. Nicht nee. Ich hab meine Rüstung zu klein dafür. Ja, alles klar. Hast du ein Aquariumsmagazin? Aquariumsmagazin? Ja, das sieht aus wie so ein kleines Aquarium, wo seine
wo seine Patronen drin schwimmen. Hast du nachgezählt? Bei mir? Ja. Ja, Aquariumsmagazin. Aktiv. Kennst nicht? Aktivkühlung. Kennst nicht Aquariumsmagazin? Mirko? Nein. Ich glaube, Justus ist nicht an Bord. Doch. Wird denn jetzt irgendwelche Panzer? Siehste? Doch. Boot ist an Bord. Was ist mit mir? Illy hat die Panzerabwehr. Tot. Nee. Doch. Ich hab die Panzerabwehr. Nee. Brumm, brumm. Du hast immer noch die Anti-Air dabei, ne, Justus? Nein. Nee. Wir werfen einfach Blause aus dem Hubschrauber. So trage auf den Panzer. Ich hab nicht so richtige Gewehr dabei. Ich hab noch zwei Panzerabwehrraketen bei dir. Wollte ich nur nochmal sagen, für die Leute, die das haben. Für alle zur Info, wir verteidigen jetzt Gorka. Yay! Ob wir da rechtzeitig ankommen? Gorka. Verteidigungskrieg. Nils sitzt auf Platz G. Ich sitze cool. Auf Platz G? Ich kann mich bei voller Fahrt rappeln. Martin auf P. Und ich auf O. Nee, auf Omega. Okay. Ach nee, das ist ein Kopfhörer. Okay. Christian ist auf D. Nick auf M. Glaubst du, das heißt was? A, B, C, D, Ouija. O, B, S, V, K. Jetzt fliegen wir doch mit offener Tür. Mach die Tür zu, ist kalt. Sitzt genau an der Tür. Na, mach mal ruhig die Rampe auf. Die Rampe geht nicht auf. Also die CH, die fliegt immer mit offener Rampe. Immer. Weil sonst wird's innen drin sowas von affenheiß. Aus dem Winter vielleicht. Haben die keine Klimaanlagen, die Dinger? Sind die schon so alt, oder was? Doch, wir haben eine Klimaanlage hier neben Christian. Das nennt man Tür. Vielleicht soll man sich dadurch aufs Aussteigen freuen oder sowas, weiß ich nicht. Ich hätte halt mal Bock, repelled zu werden, Mann. Was gibt's geiler? Einsatzort? Das wäre cool, nice. Was gibt's geileres, als beim Hubschrauber wie ein Hund im Auto den Kopf rauszuhängen und die Zunge? Du was kann nur vom Martin. Fliegt jetzt stell ich dir mir irgendwann so einen vor, Vogel ey. Im Mund oder so. Ein Vogel? Ja. Sandro? Das ist doch was für Harun. Du bist sehr leise, ich höre dich kaum. Ja, also die Besatzung hat einstimmig dafür gevotet, abgeseilt zu werden. Bitte was? Was? Ich seile mir das. Glaube ich dir nicht. Du kannst dich selber abseilen. Was Diktatur? Hier wurde nicht mal abgestimmt. Was Diktatur, Junge? Ich kann das nicht bestätigen. Wer möchte sich hier abseilen? Wir sind im Gefecht, da seilt sich keiner ab. Dominik will einen abseilen. Ja. Ja, Mann, lass mal alle einen abseilen. Ich seile. Lass mal alle einen. Ja. Alle zusammen. Hallo erstmal. Kann mal. Ich, wenn jemand zuguckt. Da gewöhnst du dich dran. Wirst du da nervös? Nee, aber die Leute gucken immer so komisch. Diese D-Sings, ey. Ah. Das ist ja blöd. Ich hab die Waffe auf Safe gestellt, aber mein Wahlschalter, der bewegt sich nicht. Ja, das ist wahrscheinlich. Oh, der Lag ist real, Mann. Das ist aber auch ein scheiß langer Flug, ne? Wann sind wir da? Bei 6 Minuten. 3 Kilometer. Okay. In 6 Minuten, ja. Nur noch 30 Sekunden. Dann haben wir noch 30 Sekunden zum Verteidigen. Wir müssen echt schnell sein jetzt. Ja, und Harun wollt ihr erstmal noch einen abseilen. Ein Fast Combat. Kann froh sein, wenn ich ihn nicht kopfüber aus dem Helikopter werfe.